Jedes Jahr treten beim Sumsi Cup die Volksschulen auf dem Fußballfeld gegeneinander an. Vorjahressieger Fischerment war Gastgeber im Bezirk Bruck an der Leiter, wo insgesamt 16 Volksschulen um den Titel spielten. Es war einiges los am Sportplatz in Fischerment. Insgesamt 16 Mannschaften traten beim Bezirksturnier der Volksschulen an. Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je 8 Teams, aus denen sich jeweils 2 Schulen für die Halbfinale qualifizierten. Hier setzte sich dann die Volksschule Götzendorf gegen die Volksschule Grammat-Neusiedl mit 1:0 durch. Und nachdem die Volksschule Fischerment den Sumsi Cup im vergangenen Jahr gewinnen konnte, mussten sich die jungen Kicker diesmal gegen die Volksschule Mannersdorf knapp geschlagen geben. Ja, leider knapp verloren im Elfmeterschießen. Ganz knappe Entscheidung. Der Glücklichere hat gewonnen. Wir haben gehofft, dass wir den Titel heuer verteidigen können. Hat nicht ganz gereicht, aber nächstes Jahr greifen wir wieder an. Trotzdem war Fischerment ein cooler Austragungsort. Ja, wir waren sehr stolz, dass wir diesen Sumsi Cup heuer ausrichten durften als Titelverteidiger. Und auf unserer Sportplatzanlage habe ich selten so viele Personen gesehen, vor allem die Kinder. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen heute. Im Finale traten dann mit Götzendorf und Mannersdorf die beiden Gruppensieger der Vorrunde aufeinander und das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Denn direkt nach dem Ankick fiel auch schon der erste Treffer für Götzendorf. Aber Mannersdorf konnte nur Momente später zuschlagen und auf 1:1 ausgleichen. Die zahlreichen Zuschauer sahen ein schnelles und spannendes Spiel, in dem sich schlussendlich Mannersdorf mit 3:2 durchsetzte. Die Freude bei Spielern und Fans war enorm. Ich kann nicht fassen, dass wir einfach den Sumsi Cup gewonnen haben. Ich war so sprachlos, wie wir das gewonnen haben. Was hast du da heute mitgebracht? Ein Plakat, das habe ich mit der Magali gemacht. Und die Mannschaft sind jetzt die Superstars bei euch in der Schule? Ja! 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 Und du hast den Pokal bekommen? Nein, ich durfte ihn holen. Wie war das Spiel? Anstrengend? Ja. Was war das Anstrengendste? Dass wir Tore schießen. Ja. Sie sind der Trainer? Ja, und sehr, sehr stolz auf die Kinder für die Leistung, was sie heute gezeigt haben. Die Konkurrenz war stark, man hat es gesehen mit Volksschule Götzendorf. Das Finale war hart. Aber im Endeffekt, der was mehr Tore schießt, gewinnt. Wir haben einfach gutes Team gespielt und der hat die Pässe gut kombiniert und nicht aufgegeben. Und wie war das Spiel für dich? Aufregend zuzuschauen auch. Hast du nur zugeschaut oder mitgespielt auch? Ich habe leider nur zugeschaut, aber es war sehr spannend. Naja, vielleicht klappt es ja mit den Spielen im Finale dann im nächsten Jahr, wenn die Volksschule Mannersdorf auf heimischer Sportanlage versuchen wird, den Sumsi Cup-Titel erfolgreich zu verteidigen. Wir regeln das immer so bei unserem Sumsi Cup, dass der Vorjahressieger der Veranstalter des nächsten Turnieres ist. Das bedeutet, Fischerment hat letztes Jahr das Turnier gewonnen und heuer hat es Mannersdorf gewonnen und deswegen werden wir uns nächstes Jahr in Mannersdorf treffen. War das ein cooler Cup da in Fischerment heute? Ja, auf jeden Fall. Und heute schulfrei auch noch oder müsst ihr jetzt noch in die Schule? Nein, wir haben schon aus. Wir hätten eigentlich 5 Stunden gehabt, aber jetzt haben wir zwar ein bisschen mehr, aber es hat sich gelohnt auf jeden Fall.